Liebe Zuschauer, herzlich willkommen aus dem Etihad Stadium von Wolf Fuß und Frank Buschmann. In den letzten Tagen wurde viel über seine Fitness geredet und ich glaube, das Urteil fällt da eindeutig aus, oder Buschi? Der ist nicht fit. Ja, also hat das klingen mag, da bist du völlig auf dem richtigen Weg unterwegs, da ist eine Pause angebracht. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3, drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Torhüter ist in diesem Spiel Aito Fernandes. Alan steht neben Andreas Pereira auf den Positionen in der Mitte. Und sie beginnen das Spiel mit zwei Stürmern. Na, das ist doch schon mal eine Ansage. Die wollen offensiv agieren. Thank you for attending the Etihad Stadium. Enjoy the match. Das Spiel beginnt. Ja, schwacher Ball hier. Gute Aktion. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Gullit, Pogba, so jetzt Pogba, geht gut dazwischen, weg ist der Ball, mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor, die Chance, Gullit, eine starke Parade, den Schuss kann er blocken, gut aufgepasst, Ronaldinho, kein Tor, der Torhüter ist da. Fans sind da, sie hoffen auf diese Ecke. Im Moment machen sie richtig Druck. Ecke in den Strafraum. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Und das muss natürlich Abschluss geben. Gullit. Marc Overmars. Gullit. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Aubameyang. Oh, nicht das Tor. Und wenn der reingeht, dann haben sie das Ding erstmal im Griff. Aber so weiter 0-0. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Die Gastgeber sind immer wieder in der Lage, ihren guten Pass. Jetzt Jordi Alba. Ist das die Chance? Da ist das Tor. Der Bann ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten Treffer dieser Partie.
Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Nochmal, kurzer Blick aufs Tor. Klasse Hereingabe, Buschi. Ja, und auch der Abschluss kann sich sehen lassen. Kannst du kaum verteidigen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Pereira. Sie kommen über den Flügel. Jetzt kann er flanken. Und das ist ein Ball für einen Torhüter. Gar kein Problem. Ronaldinho. Aubameyang. Jetzt der Ball zu Messi. Kann er was draus machen? Jetzt eine gute Flanke. Und Aubameyang. Keine Schwierigkeit hier. Ganz problemlos gehalten. Ronaldinho. Gullit. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Flache Hereingabe. Ball kommt nicht durch, Abwehr ist da. Macht er gut. Kein guter Volley. Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Viel mit Auge. Gute Aktion. Andreas Pereira. Da wäre das Tor fast gefallen, aber Jan Oblak macht zu. Aus dieser Entfernung. Die Ecke kommt. Da passt er auf und kann klären. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Pogba. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Jordi Alba. Was macht er draus? Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Klasse Pass. Morata. Gut von Fernando Hierro. Garrincha. Garrincha. Er geht aufs Ganze mit der Grätsche, aber kein Foul. Alles richtig gemacht. Ronaldinho. Ballverlust. Alan. Super Pass. Da schickt er den Mitspieler. Oblak ist da. Oblak mit der tollen Parade. Und das aus dieser Distanz. Unglaublich. So, Ecke kommt. Sieht gefährlich aus. Sie versuchen es. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Ronaldinho.
Marc Overmars. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Garincha. Alan. Er holt sich den Ball. Messi. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Schönes Zuspiel hier. Da klatscht der Ball an den Pfosten. Jero klärt's. Die Gelegenheit für die Flanke. Ja, das sah sehr gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Da war er deutlich im Abseits. Jetzt erleben wir den Wechsel. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt auch den erhofften Erfolg haben wird. To be replaced by number 20, Timu Bakayoko. Das ist mehr als ordentlich vom Unparteiischen. 4 Minuten Nachspielzeit. Jetzt Aubameyang. Kann er was draus machen? Jetzt ist es gefährlich. Er gibt abseits. Güllet. Ronaldinho. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Gute Aktion. Die Chance. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Schwache Aktion, Ballverlust. Garincha mit dem schönen Pass. Morata, gute Aktion vom Keeper, hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich, absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Die Ecke kommt rein. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Thiago Silva jetzt. Aubameyang. Nicht ungefährlich, kein guter Abschlag. Jetzt müssen Sie aufpassen. Das konnte nichts werden, oder? Aus der Entfernung? Nee, da hätte schon alles passen müssen. Bei dem Weitschuss fehlte eigentlich nicht viel. Schön finde ich, dass er sich getraut hat. Ei, das war knapp. Bei dem Schuss macht er fast alles richtig, aber leider etwas zu hoch. Güllet. Überzeugender Auftritt, finde ich, heute von ihm. Da stimme ich dir zu, Wolf. Er macht bisher den Unterschied aus. Macht er gut. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Und da ist der Ball wieder weg. Fernando Hierro jetzt. Und Thiago Silva. Lionel Messi. Güllet. Messi. Aubameyang. Da sah es kurz so aus, als könnte er die Balance verlieren, aber er fängt sich wieder. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Schöne Aktion. Den spielt er gut. Parade Oblak, weiter geht's.
Ball geklärt. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Bakayoko. Garincha. Garincha! So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ronaldinho! Da kommt Aubameyang. Ja, könnte was werden. Jetzt vielleicht. Kein Problem hier mit diesem dann doch letztlich harmlosen Ball. Ronaldinho! Güllet. Aubameyang. Lionel Messi. Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Tolles Tackling von ihm. Vielleicht die Konterchance. In den freien Raum. Klasse gespielt. Oblak, super, wie er das macht. Wie er den Treffer verhindert. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Der Trainer dürfte zufrieden sein. Sie liegen vorne. Mit dem Wechsel will er nun sicher auch für Absicherung sorgen. Morata. Auf Vorteil entschieden und dann Chance zur Flanke. Und da gibt er Freistoß. Ah, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Freistoß wird ausgeführt. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Overmars. Aubameyang. Sie müssen heute besonders auf Aubameyang achten. Duschi, was sagst du zum Gabu? Ein außergewöhnlicher Stürmer. Und er geht dem Elfer. Keine Frage für mich, Buschi. Hier muss es Elfmeter geben. Nur, dass es keine Karte gibt, das überrascht mich dann doch. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine Fehlentscheidung. Das war mindestens gelb. Er macht den Elfer. Super gemacht. Kein Anzeichen von Nervosität. Und das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter. Du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern. Aber er lässt sich nicht kirre machen. Unverwandelt. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ja, das hätte was werden können. Klasse Zuspiel. Ah, er gibt abseits. Da war der Spieler durch. Na, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Aber abseits dürfte hier die richtige Entscheidung gewesen sein. Viel Platz jetzt auf außen. Schöner Pass. Daraus wird leider nichts. Daniel James. Klasse Einsatz. Faires Tackling. Aubameyang. Harmloser Abschluss. Einfach für den Torhüter. Matteo Politano. Pereira. Daniel James. Jetzt ist es gefährlich. Da ist die Flanke ins Zentrum. Er ist da und hat den Ball. Matteo Politano. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Geht da voll in diesen Zweikampf.
So, Buschi, es gibt die Auswechslung. Ja, so ist es. Lionel Messi wird das Spiel verlassen. Wijnaldum. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Daniel James. Garincha. Sieht gefährlich aus. Klasse Pass. Kein gutes Timing, deshalb ist er ins Abseits gelaufen. Es tut sich was an der Seitenlinie, Buschi. Hier gibt's jetzt den Wechsel. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel vor allem auch taktisch aussehen wird. Gut den Ball verteidigt. Saint-Maximin geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Garincha. Klasse Pass. Andreas Pereira. Was für eine Szene. Toller Schuss mit ganz viel Gefühl. Technisch brillant gemacht, aber eben kein Tor. Mein Gott, war das knapp. Wijnaldum. Pogba jetzt. Saint-Maximin. Alain Saint-Maximin. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Maicon. Wijnaldum. Pogba. 4 Minuten sind es jetzt hier noch in. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Das Tor durch Aubameyang. Klasse gemacht, natürlich. Und das kannst du am Ende als Abwehr auch nicht verhindern. Kurz vor Schluss treffen sie ja nochmal. Gewonnen war das Ding natürlich vorher schon, aber ich finde es gut, die spielen weiter nach vorne. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Daniel James. Matteo Politano. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Oh, toller Pass. Gute Aktion. Jetzt Jordi Alba. Aus, vorbei. Das Spiel ist zu Ende. Das Spiel ist vorbei und sie verlieren. Was sagst du zum Spiel, Buschi? Das war zu wenig heute. Das wissen sie aber auch selbst. Und deshalb haben sie verdient verloren. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll, also überragend, hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.